was ist dein großes Ziel? Was willst du machen im Leben? Was ist die eine Sache, für die du sagst, du wirst alles geben? Warum sitzt du da und schweigst nur zu, während andere reden? Wartest auf irgendein Zeichen, während wir hier beieinander stehen? Denn du bist nicht allein, andere zweifeln genauso wie du. Doch niemand kann deinen Part übernehmen, niemand kann das genauso wie du. Denk immer dran, wenn du am Boden bist, Trauer lohnt sich nicht. Gib niemals auf, es kommt der Tag, an dem du oben bist. So viel Liebe in dir, doch so viel Hass in der Welt. Du schaffst das, wenn du das machst, was dir gefällt. Du hast was in dir und wir glauben daran. Wenn du ganz tief in dich reinlauschst, dann hörst du diesen lauten Gesang. Und der geht: Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was richtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es. Wir werden bei dir sein, sei bereit. In dieser Welt gibt es nichts für mich. Manchmal bin ich nicht sicher, was richtig ist. Sitze da und die Zweifel vernichten mich. Doch ich verzichte nicht auf das, was mir wichtig ist. Ich geb nicht auf, ich leb den Traum, ist mein Lichter Licht. Du erwischst dich im Zweifel, dann richte dich nach mir und wir schreiben Geschichte. Ich will, dass du weißt, dass es mir manchmal ganz genauso geht. Ich denk, die Meisterleistung dabei ist, dann wieder aufzustehen. Auch wenn die Großen von oben runter auf mich sehen, bleibt mir nichts als rauszugehen und irgendwann werden sie's auch verstehen. So viel Liebe in mir, doch so viel Hass in der Welt. Ich schaff das, weil ich das mach, was mir gefällt. Herz auf der Zunge, auch wenn ich mich dabei verletzen kann. Seid ihr dabei, dann singen wir jetzt alle zusammen. Und wir singen: Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein, sei bereit. Das ist für all die Menschen, die denken, wir würden nur Zeit verschwenden. Ihr müsst jetzt leider erkennen, ihr haltet uns nicht auf. All die Leute, die heute bereuen, was sie damals versäumt haben, unsere Erfolge verleugnen, ihr haltet uns nicht auf. All die Kritiken, die auf uns herunterblicken, sich sicher fühlen, bis wir uns entwickeln, ihr haltet uns nicht auf. Diese eine Person, die dich nicht sieht, wenn du sie liebst, steh auf, sag ihr, ich bin hier und du hältst mich nicht auf. Niemand hält uns jetzt auf! Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Und das war's mit einem weiteren Fursuit Furry Walk Video auf meinem Kanal, dieses Mal von Heidelberg, wo wir tatsächlich ziemlich spontan hingegangen sind. Ich habe so ein bisschen mit dem guten Tiro geschrieben, das war der blaue Wolf, den ich in diesem Video ein paar Mal gesehen habe. Und er so, hey, kommst du eigentlich nach Heidelberg? Ich so, hey, wann ist denn das? Dann hat er gesagt, am 7. April. Und ich so, ja, da müsste ich theoretisch sogar frei haben und mein Freund ist an dem Tag da, daher wäre es noch, sogar noch besser. Und er hat sich dann wusste, dass ich an dem Tag nicht zum Rewe muss, habe ich gesagt, yo, ich komme. Und dieser Tag war deutlich krasser und mehr, als ich erwartet hatte. Erstens möchte ich mich mal bei ein paar Leuten bedanken.
allen vorne ran, dem guten Rocket, das war der süße Waschbär, den ihr in diesem Video gesehen habt, denn der hat das alles, soweit ich weiß, organisiert. Und es war ein sehr, sehr schöner Walk, das Essen war sehr, sehr schön, auch das Programm danach war sehr, sehr, sehr schön. Da komme ich aber nachher noch zu. Dann möchte ich dem guten Knips, dem guten Nex und dem guten Snow danken, da ich von denen die GoPro ausleihen durfte und mit der habe ich auch dieses Video gefilmt und sieht ein bisschen anders aus als mit dem Handy. Ich habe jetzt zwar meine S7 wieder, mit dem die Aufnahmen auch ganz schön sind. Aber mit der GoPro ist das auch nochmal gut. Das ist auf jeden Fall danke, dass ich die ausleihen dürfte und benutzen dürfte und das Material benutzen dürfte. Und mega toll. Es war generell sehr, 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 sehr schön, euch dreimal zu sehen. Ich kenne sie ja, glaube ich, schon mindestens ein Jahr jetzt. Und sich endlich mal so zu treffen, war sehr, sehr toll und sehr, sehr schön. Und das Gleiche möchte ich auch zum lieben Rengar nochmal sagen. Das war der schwarze Wolf, den ihr ein paar Mal in diesem Video gesehen habt. Den kenne ich seit Verwässer. Das hatte ich schon ein bisschen früher. Hatten wir so ein bisschen Kontakt hin und wieder. Seit Verwässer dann aber mehr. Und ich habe ihn auf Verwester kein einziges Mal so richtig bewusst juten gesehen. In Karlsruhe wäre eigentlich auch gewesen, aber da sind sie dann mit dem Auto liegen geblieben. Da kamen wir dann nur noch zum Essen. In Heilbronn war er nicht. Und dann so Heidelberg war so das erste richtige Mal, wo ich ihn da wirklich so in Suit gesehen habe und ihn umarmt hat. Und das war einfach schön, dass ich ihn auch mal in Suit sehen könnte. Und ja. Und es war generell einfach ein sehr schöner Tag, weil es ja wieder mein First Walk mit meinem Freund, mit meinem Schatzi war, mit dem guten Brian, den ich über alles liebe, hallo. Und ja, danach sind wir dann noch zum 3D-Minigolfen gegangen, war jetzt für mich ein bisschen eher uninteressant, weil ich aufgrund von meiner Hornhautverkrümmung nicht wirklich groß dreidimensional sehen kann, sowohl im echten Leben nicht wirklich, also räumliches Vorstellungsvermögen habe ich so gut wie gar nicht und 3D-Filme sind für mich auch, ich sehe da nichts mehr, deshalb, ja. Aber trotzdem sehr cool, das mal so zu sehen, wie es da so aussah. Ich habe hier vielleicht mal ein paar kleine Aufnahmen reingeschnitten, wenn ich nicht zuvor war. Ja doch, seht ihr jetzt. War auf jeden Fall cool, mal das so zu sehen, weil das dann doch schon so ein bisschen Minigolf der etwas anderen Art war. Und ja, war auf jeden Fall cool, so mal Minigolfen zu gehen. Wir konnten leider nicht ganz fertig machen. Ich glaube, wir haben bis Bahn 10 oder 11 gespielt, weil um 20 Uhr fuhr schon wieder unser Zug in Heidelberg los und wir mussten von der Location, wo wir Minigolf waren, war ein bisschen weiter weg vom Bahnhof, und zwar, glaube ich, 20 Minuten mussten wir laufen, dann noch eine halbe Stunde Bus fahren, dann waren wir wieder am Bahnhof. Deshalb mussten wir schon früh los, dass wir unseren Zug bekommen. Und um 20 Uhr sind wir in Heidelberg losgefahren und waren dann um 22 Uhr rum und wären dann so gegen, ja, so dreiviertel elf, elf zu Hause gewesen. Aber während wir von Heidelberg nach Ulm gefahren sind, ist in der WhatsApp-Gruppe, ich benutze ja WhatsApp eigentlich sehr, sehr selten, aber so die Freunde, die ich aus der Realschule noch habe, mit denen ich heute immer noch befreundet bin, das sind die Freundschaften, die jetzt schon teilweise über 10 Jahre halten, haben im WhatsApp so geschrieben, ob wir noch ins Kino gehen sollen. Ich so, ja, keine Zeit, waren gerade in Heidelberg, sind jetzt im Zug und bla. Und er so, ja, der Film wird eher so um 11:30 losgehen. Und ich so, wir sind um 10 in Ulm, um 10:45 am Auto. Dann mussten wir noch von Ulm nach Biberach fahren, da fährst du ja auch eine halbe Stunde. Dann wären wir pünktlich da gewesen. Ich dachte mir so, wir sind zwar beide fucking müde, aber es wäre auch einfach nur mega geil mit meinem Schatzi und mit meinen besten Freunden zusammen einen mega geilen Film, Ready Player One war das, zu schauen. Und ja, das haben wir dann gemacht. Wir waren dann um 11 am Kino. Der Film ging, glaube ich, um 10:45 los. Also es war dann okay, weil Werbung kam ja dann auch noch und so. Und dann haben wir den Film geschaut und alle, die Ready Player One schon gesehen haben oder wissen, worum es dabei geht, wissen, dass das einfach der perfekte Film für Gamer ist und vor allem gerade für mich, der so eher die Retro-Spiele so ein bisschen mehr mag als die neuen und die ganzen Anspielungen auf die Popkulturen und dann konnte ich mich da die ganze Zeit so ein bisschen mit meinem Freund drüber unterhalten und meine Freunde waren auch da und es war einfach ungelogen der perfekte und schönste Tag in meinem Leben, als einfach zuerst ein Fursuit Walk war mit den tollsten und liebsten Furries, die ich bis jetzt so lange im Fandom kennengelernt habe. Und danach noch Kino zu einem mega geilen Film mit meinem Freund, mit meinen besten Freunden, die ich schon seit 10 Jahren kenne. Und an diesem ganzen Tag war mein Freund, mein Ein und Alles noch mit dabei. Und ah, es war so schön. Und um 2:40 sind wir dann heimgekommen und sind total übermüdet und tot ins Bett gefallen. Yay. Also ich würde wirklich sagen, das war halt echt ungelogen der schönste Tag meines Lebens, weshalb ich halt auch Digimon-Musik, das Cover von Inutaku und Herchard hintergeschnitten habe. Weil es, dieser Tag war einfach der Hammer und ich möchte allen, die da waren, alle, die ich getroffen habe und alle, die diesen Tag verschönert und versüßt haben, möchte ich vom ganzen Herzen Tag sagen, ich habe euch alle lieb und jetzt beende ich das Video, bevor das noch zu cringy wird. Ja, das nächste Furry-Video wird dann zum Südstaaten Fursuit Dance sein, zum SSFD, da hinten hängt das Poster. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, weil es viel zu hell ist, aber ich sehe die Kamera gerade nicht, ich könnte mal eben aufmachen. Oh, ihr seht sogar, ja, wie gesagt, da hängt sogar das Poster. Ist das nächste Furry-Video, was dann kommt.
auch mit einer GoPro gefilmt, aber dazu erzähle ich dann im Video später noch mehr. Kommt vermutlich, ja, Mitte Mai. Und, ja, könnt ihr euch drauf freuen. Gut, dann wollte ich aber sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, Kommentar, ein Abo da. Ich habe jetzt mal, da es jetzt ja doch schon das vierte Furry-Video ist, was ich mache, habe ich jetzt mal eine Playlist angelegt, in der alle Furry-related Videos sind. Das heißt, wenn ich mal über Furries gesprochen habe, auf einem Walk war oder sonst irgendwas mit Richtung Furry gemacht habe, findet ihr das in dieser Playlist. Die habe ich jetzt auch mal in der Endcard verlinkt und in der Beschreibung unten auch. Und ansonsten Social Media ist auch in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, das Video zu teilen und mein Mikrofon umzuwerfen. Auch noch einen schönen Tag, wir sehen uns mal wieder. Und ja, was ist denn da noch zu sagen? Hat man das jetzt eigentlich noch gehört so? Oder ist das Mikro ausgesteckt? Nein, das hat man sogar gehört. Wundervoll.